Moin, hallo, ich bin Carsten und ich zeige euch heute, wie man unseren Beppo Mule zubereitet. Zuallererst nehmen wir etwas Honig, geben ihn ins Glas. Dann nehmen wir etwas Bourbon und geben ihn zum Honig ins Glas. Als nächstes nehme ich den Ostholsteiner Apple. Wer kein Ostholsteiner Apple hat, kann auch einen Apfelkorn nehmen. Naturtrüben Apfelsaft. Etwas frisch gepressten Zitronensaft, damit das Ganze nicht zu süß wird. Als nächstes kommt das Eis hinzu. Ich verrühre den ganzen Spaß. Zum Schluss fülle ich das Ganze mit etwas Ginger Bee, Spicy Ginger oder Ginger Bee auf, je nach Hersteller. Ich drehe das Ganze nochmal um. Kommt von mir aus auch noch eine nette, schöne Zimtstange dazu. Und ein bisschen Ingwer. Cheers!